ist die Rentenanpassungsmitteilung ein Rentenbescheid. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, die Rentenanpassungsmitteilung ist ein Rentenbescheid. Sie ist keine formlose Mitteilung, dass da irgendetwas drinsteht, dass Sie vielleicht ein bisschen höhere Rente bekommen. Nein, im klassischen Sinne ist die Rentenanpassungsmitteilung ein Rentenbescheid. Und zwar deshalb, weil diese Rentenanpassungsmitteilung nämlich hier etwas regelt. Ihre Rentenhöhe ändert sich nämlich. Das heißt also, mit der Rentenanpassungsmitteilung 2020, die in Kürze kommen wird, steht ja fest, dass Sie eine höhere Rente bekommen. Und mit dieser höheren Rente ändert sich ja die Rentenhöhe aus dem vergangenen Jahr. Das heißt also, hier wird in Ihre subjektiven Rechte eingegriffen. Es geht um Ihre Rentenhöhe. Und deshalb dürfen Sie auch gegen die Rentenanpassungsmitteilung unbedingt sogar Widerspruch einlegen. Wenn Sie also feststellen, dass da irgendwas nicht korrekt berechnet worden ist, legen Sie bitte gegen die Rentenanpassungsmitteilung Widerspruch ein. Das können Sie gegenüber dem Postrentenservice tun. Die müssen dann den Widerspruch weiterleiten an die Deutsche Rentenversicherung oder Sie machen das direkt gegenüber der Deutschen Rentenversicherung. Damit ist klar, auch wenn die Rentenanpassungsmitteilung nicht aussieht wie ein Rentenbescheid, den Sie vielleicht kennen mit den vielen Seiten, sondern es ist ja meistens immer nur eine Seite oder zwei Seiten, ist das auf jeden Fall ein klassischer Rentenbescheid, gegen den Sie Rechtsmittel einlegen können. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2020, Rentenbescheid und Rentenanpassungsmitteilung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.